Hi, ich bin Catalina von Bandita Rustica. Willkommen in meiner Werkstatt. Heute zeige ich dir, wie man ein modernes Lowboard baut mit Wiener Geflecht und Metallgestell. Los geht's! Also, beide Seiten sind jetzt mit einer Nut versehen und ich habe die Nut am Ende doch Millimeter breiter gemacht als notwendig, also für eine 10er Millimeter Tür so 11,5 und das passt jetzt. Wunderbar. Langsam dem Ende zu. Das mittlere Part ist ausgeschnitten, da wird Wiener Geflecht bespannt und die hintere Tür, die quasi in der Schiene eingesetzt ist, die fährt auch fröhlich vor sich hin. Da bewegt sich alles, hackt nichts. Ja, das Ende naht. Jetzt sind die Fronten dran. Dass ich an das Metallgestell noch mal so kleine Rundrohre anschweiße. Hier habe ich sie.